Om Shanti, alle, das ist Bruder Ken von Brasilien. Ich freue mich, meine Erfahrung mit der Moli des 12. Mai mit euch zu teilen. Im April hatte ich die Ehre, in der Avyakta Parivar-Programm mitzumachen und jeden Tag am Abend über die Moli zu reflektieren, um die Leute auf die Moli des nächsten Tages vorzubereiten. Um das zu tun, habe ich von jeder Moli eine Word Cloud erstellt. Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel, wie ihr das mit der heutigen Moli macht. Ich habe das nämlich mit der Moli von heute gemacht. Die drei Schlüsselworte, die ich mir rausgesucht habe, sind Handlung, Opfer und Sünde. Also, wenn ich irgendetwas ändern muss in meinem Leben, dann ist das doch, wie ich handle. Meine Aufmerksamkeit war also auf Worte, Handlungen und Taten. Und das ändert meine Situation. Ich habe Verschiedenes, wir haben Verschiedenes gedacht und gesagt, aber letztendlich ist es durch die Handlung, dass ich auf den Weg der Sünde gefallen bin. Das heißt, ich habe mich gefragt, gibt es irgendetwas, das ich sage, denke oder tue, was mich von meiner inneren Wahrheit trennt und von Baba? Das muss ich also opfern. Und im Englischen heißt das heilig, sacrifice und sacred, heilig machen. Und das heißt, dass das eine heilige Verbindung ist mit Baba, wenn ich etwas opfere. Und für ein paar Tage habe ich mich sehr darauf konzentriert, so viel und für so lange in dieser Verbindung zu bleiben. Ein Satz hat immer meine Aufmerksamkeit gezogen, und zwar der Satz von Baba: In dem Moment, wo ihr Tamopradan wurdet, ist alles andere auch Tamopradan geworden. Das ist also der direkte Grund für den Verfall, über den Baba spricht. Der Umkehrschluss ist genauso richtig, natürlich. In dem Moment, wo wir Satupradhan werden, wird alles andere auch Satupradhan. Wenn man diesen Aspekt hört, und das auf unser Bewusstsein anwendet, dann bedeutet das, dass unser Bewusstsein, mein eigenes Bewusstsein, die Welt um mich herum erschafft. Das heißt, mein Bewusstseinszustand und alles, was ich erlebe oder die Leute und die Situationen um mich herum sind von mir erschaffen worden. Natürlich haben wir keine Atome erschaffen, aber meine Erfahrung davon, wie ich etwas erlebe, ist von mir erschaffen. Das heißt, je nachdem, wie glücklich, traurig oder was auch immer ich bin, ist von mir erschaffen. Daraus habe ich eine Übung gemacht. Ich habe mich gefragt, wie kann ich meine Verbindung mit der Welt verbessern und mir selbst eine positive Herausforderung schaffen. Zwei Schritte habe ich mir überlegt. Der erste Schritt war, wann immer ich über mich selbst in Bezug auf das, was ich tue, nachgedacht habe, habe ich so viel wie möglich mich selbst immer damit assoziiert, dass ich ein Instrument von Baba bin, um die Transformation von Tamo zu Satupradhan hinzukriegen. Das war nicht so leicht, bis ich den zweiten Schritt auch geübt habe. Und der war, meine innere tiefe Sato-Wahrheit mit dem Sato, mit dem Reinen des anderen zu verbinden. Und das hat dann eine Brücke des Verständnisses erzeugt. Ein Beispiel. Ich bin seit März letzten Jahres in unserem Retreat Center. Dieses Jahr hat es nicht viel geregnet und alles ist sehr trocken und die Waldbrände beginnen. Normalerweise kommt das erst im September. Es ist sehr ungewöhnlich, dass schon jetzt Waldbrände beginnen. Und bin von dem einen zum anderen Gebäude gelaufen und es gab ein großes Feuer, was ich gesehen habe. Wenn ich mir das auf eine normale Weise angeschaut habe, dann hätte ich Gedanken: Oh, jetzt sind wir aber in Gefahr und dieses Feuer wird sich schnell ausbreiten und schließlich wird es auch Babas Haus erreichen und so weiter. Aber dann habe ich gedacht:
Moment, was sagt das Gyan über solche Situationen und was würde Baba als losgelöster Beobachter fühlen über so eine Situation? Und drittens, wie muss ich in so einer Situation und ähnlichen Situationen der Zukunft sein? Das Gyan sagt mir, dass die Elemente der Natur einfach eine Show aufgeführt haben. Babas liebevoll und losgelöste Bewusstseinsstufe zeigt mir, dass ich Mitgefühl für die Elemente haben muss und keine Angst vor ihnen. Dass die Seele unsterblich ist und zerstörbar ist und ich keine Angst haben brauche. Das war der dritte Punkt. An dem Tag hatte ich ein Meeting mit allen Lehrern aus Lateinamerika. Und ich habe mir diese drei Fragen wieder gestellt, bevor ich das Treffen begann, um mich vorzubereiten. Die Gyan-Frage, die Aufgabe der Lehrer jetzt ist, Menschen zu helfen, ihr Leid und ihre Panik zu erleichtern, sie zu erleichtern davon. Und dass es so wichtig ist, dass Lehrer jetzt eine Erfahrung vermitteln. Und dann habe ich so intensiv wie möglich geübt, mit Baba zu sein, sodass alle in dem Treffen die Erfahrung machen konnten, dass ich mit Baba verbunden bin. Und ich denke, mit Babas Wahrheit in der Erfahrung davon kann ich in die Richtung mich bewegen, mein Ego zu opfern. Und deswegen fühle ich mich viel heiliger, also wie das Wortspiel zu sacred und sacrifice, bevor ich diese Übung begonnen habe. Om Shanti.